wird eine eingelegte CD trotz Betätigung des E-Check-Buttons nicht wieder aus dem Laufwerk ausgegeben, sollten Sie zunächst einen sogenannten Zwangsauswurf versuchen. Das heißt mindestens 10 Sekunden den E-Check-Knopf drücken. Reagiert das System nicht, muss das Laufwerk getauscht werden. Lesen Sie zuvor die vom Laufwerk abgelegten Fehlercodes mit Hilfe des DAS aus. Ebenfalls getauscht werden muss das Laufwerk, wenn eine Lesefehlermeldung angezeigt wird, die nicht durch einfaches An- und Ausschalten des Systems sofort behoben werden kann. Prüfen Sie aber vor einem Ausbau die originale CD auf Beschädigungen und Kratzer. Die Reparatur des Audiosystems darf nur auf einer ESD-Schutzmatte durchgeführt werden. Schließen Sie zuerst die Klemme am Schutzleiter einer Steckdose an. Das Audiosystem wird auf der Schutzmatte abgelegt. Legen Sie das entsprechende Schutzband um Ihr Handgelenk, bevor Sie das neue Laufwerk aus der Originalverpackung entnehmen. Nur so vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts durch elektrostatische Entladung. Achtung! Gehen Sie beim Öffnen des Gehäuses nicht zu schwungvoll vor, denn das Laufwerk ist im Deckel des Gehäuses eingeklipst und gleichzeitig durch einen Stecker mit dem unteren Teil des Audiosystems verbunden. Dieser Stecker wird gelöst und das alte Laufwerk entfernt. Beim Einsetzen des neuen Laufwerks muss darauf geachtet werden, dass nicht mit den Fingern auf die Leiterplanke gedrückt wird. Zugegeben, das erfordert etwas Geschick. Ist das Bauteil im Deckel eingeklipst, wird der Stecker befestigt und das Gehäuse wieder geschlossen. Nach einem Test mit den Original-CDs steht Musikgenuss und problemloser Navigation nichts mehr im Wege.